Sektor Nummer 6. Das Ende ist nah. Wir gehen mit großen Schritten auf das Finale zu. Willkommen zurück in der Engi Homeworld. Und wir springen. Ja, wohin springen wir denn zuerst? Ich würde sagen, hier oben hin. Um anschließend dem Shop ein Besuch abzustatten. Mal hier vielleicht den Pike Beam gleich einschalten. Nö, Fuel brauchen wir nicht, haben wir, brauchen wir nicht. Wir springen weiter, springen wir hier oben rum und dann mal zum Store. Vielleicht kriegen wir hier oben noch ein paar Scrap zusammen, um ein bisschen shoppen zu gehen. I'm Mantis Bomber. Ja. So, you agree to buy a rare site. A Mantis ship that appears not to have noticed you. Also, sie haben uns nicht bemerkt. Wir könnten sie angreifen. Wir könnten versuchen, weiterhin uns dran vorbeizuschleichen. Oder wir könnten unser Cloaking einsetzen. Ich habe Angst. Außerdem habe ich diese Cloaking-Variante hier Nummer 3 noch nie ausprobiert. Deswegen mache ich das jetzt mal. Ah, ja. Die springen also weg, haben uns nicht bemerkt. Das war jetzt doch recht feige von uns, oder? Ja, wie auch immer. Man muss nicht jedes Mal kämpfen. Springen wir zum Store. Schauen wir, was uns dort erwartet. Stealth Weapons haben wir ja schon. Drone Recovery, ja, alles ganz nett. Erstmal reparieren. Aber mal wieder keinen Raketenwerfer im Angebot. Den suche ich ja immer noch. Schade. Ja, ansonsten ballen wir unsere Kohle zusammen, springen weiter. Fliegen wir mal den Weg hier rum oder hier unten rum. Mal gucken, wer sich gleich für eine Verbindung hier ergibt. Immer noch auf der Suche nach einem Raketenwerfer. Was haben wir jetzt hier? Aha, wir treffen auf zivile Engelschiffe und hören deren Funk ab. Sie haben wohl Theater mit irgendjemandem oder irgendwem. Wir nutzen unser Engel-Crew, um mit denen Kontakt aufzunehmen. Und bieten denen jetzt unsere Hilfe an. Gut, wir haben einen Quest bekommen. Die Engi wurden vom Mantis bestohlen. Und der Quest wird sich jetzt auf unserer, das wisst ihr wahrscheinlich, Karte eintragen. So. Ah, ist sogar eine Entscheidungsquest. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, wo wir hinfliegen, um die gestohlenen Sachen zu finden. Zunächst einmal begeben wir uns aber in den Sektor. Das hat ja keine Eile und wir müssen die Quest ja auch nicht lösen. Die können wir jetzt so auslaufen lassen. Anti-Ship-Drohne Mark 1. Eigentlich nicht verkehrt. Nehmen wir mit. Schauen wir mal kurz. Wo haben wir sie? Das wäre jetzt zum Beispiel ein Grund, sich ein Drohnensystem anzuschaffen. Gab es das im Shop? Wollen wir nochmal zurückspringen? Nein, wir sollten dann nicht zurückspringen. Wir springen zur Quest. So, was haben wir hier? Ein Rebellenschiff. Die versuchen ihren FTL zu powern und abzuhauen. Gut. Mögen sie es versuchen. Ihr seht schon, die werden jetzt natürlich stärker. Unser Cloaking zu spät eingeschaltet. Verdammt. Die werden ja stärker, die Gegner. Mittlerweile mit 3 Schildern. Auf die schießen wir jetzt und dann schießen wir noch, was nehmen wir noch mit? Das Drohnenkontrollsystem als Raketenabwehr bringt denen im Moment nichts. So, einmal durchschnitzen. Denn wir haben ja keine Raketen, die sie abfangen könnten, von daher tangiert uns das jetzt im Moment recht wenig. Aha, schicken eine Bombe rüber, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Gut. Wir erreichen einen konstanten Schaden beim Gegner. Verdammt. Ganz vergessen, dass sie wegspringen wollten. Ja, das ist Pech. Weg sind sie. Das wird die Rebellen natürlich näher auf unsere Spur führen. Ja. Kann ich jetzt auch nicht ändern.
Wir springen zum Ausgang runter und dann hier unten zum Questmarker. Ja, das lief jetzt, ich möchte mal sagen, suboptimal. Mhm. Unsere Scanner zeigen auf einen nahegelegenen Planeten Zeichen von Leben. Das schauen wir uns an. Ja, das ist wieder diese Pferde-ähnlich aussehende Spezies, die uns nur mit leeren Augen anschaut. Wir versuchen zu kommunizieren. Ja, aber die schauen uns nur an mit ihren Augen und machen weiter nichts. Also ein verlorener Quest, beziehungsweise ich hätte mal gar nicht erst hinspringen brauchen. Springen wir runter zum Quest und warten mal, was uns dort erwartet. Ich fürchte ja ein starkes Mantis-Schiff. Ne, wieder Rebellen. Die natürlich auch abbauen wollen. Gott, diesmal bin ich natürlich schlauer, werde auf die Schilde schießen und dann an den auf den Antrieb. Und den Cloaking im richtigen Moment einschalten. So, hab da mal schön vorbeigeschossen. Jetzt sind wir dran mit dem Schießen. Wie machen wir es? Hallo? So, genau. Antrieb erwischen, Schilde erwischen und Waffensystem. Ja, bringt soweit natürlich nichts, wenn wir dran vorbeischießen. Setzt natürlich voraus, dass wir treffen, ganz klar. Sonst bringt uns unser Pike Beam mal so gar nichts. Ja, so ein bisschen eine Pattsituation jetzt erreicht hier. Während die sowieso abhauen. Gefällt mir nicht. Ja, damit hat sich wohl wahrscheinlich irgendwie auch der Quest erledigt. Mag ich mal meinen. Wir springen zum Store. In der Hoffnung, hier was Schickes kaufen zu können. Ja, das Drohnenkontrollsystem natürlich. Ein bisschen Fuel kaufen. Wir kaufen das Drohnenkontrollsystem. Teleporter braucht man nicht, bin ich auch kein Freund von. So. Wir haben eine Defense-Drohne und eine Anti-Ship-Drohne. Die Defense-Drohne haben wir jetzt automatisch bekommen, nachdem wir das Kontrollsystem gekauft haben. Wir brauchen aber natürlich noch Energie. Ja, toll. Genug Energie hätten wir jetzt, aber noch nicht, um diese einzusetzen. Aber so ist das nun mal. Wir springen zurück zum Ausgang, denn die Rebellen kommen doch bedenklich nahe. Und wir springen in den nächsten Sektor. Was haben wir denn hier? Einen Rock-Sektor oder einen Mantis-Kontroll-Sektor? Wir entscheiden uns, also ich entscheide mich da mal lieber für den Rock-Sektor. Was sagt die Uhr? Huch, ja, ist noch früh, sozusagen. Und wir springen. Dann gehen wir mal die Kurve hier unten rum. Springen also hier unten zu dem Punkt. Nur ein paar Frachter, nichts Besonderes. Direkt weiter jumpen. Ja, hier ist ebenfalls gar nichts in dem System. Klasse. Springen wir mal hier hoch. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Fuel kaufen sollen. Aha, ein Rock Scout. Na, sehr schön. So, so. Die sollten wir packen können. Schick. Alle vier Systeme erwischt. Sehr gut. So mag ich das. Schön. Ja, jetzt haben sie keine Schilde mehr. Da sind sie jetzt gleich hinüber. Doch ein eher leichter Kampf. 64 Scrap. Und wir können auch direkt weiter jumpen. Wir bleiben auf dem Weg hier unten rum. Ja, toll. Ist natürlich klar, dass wir jetzt ausgerechnet hier geboardet werden. Gefällt mir nicht.
Feuer, das war klar. Ist uns auch noch zum Nachteil, da die Rock ja immun gegen Feuer sind. So, wie sieht's denn kampfmäßig aus? Ja. Ah ja, gut. Das hätten wir dann geschafft. Wir schicken ihn wieder an seine Position zurück. Ihn wieder an die Position. Er war hier. Wer war das nochmal? Der kann nur reparieren und kämpfen. Den schicken wir nicht mal so lange hier rein. Du warst auch hier geparkt irgendwo und du gehörtest zum Antrieb mit zum Waffensystem. So, bewegt euch. Los, los, los. Wir müssen weg hier. Ja, toll. Klappt ja alles vorzüglich hier. Und tschüss. Mit offenen Türen springen wir durchs Weltall. Oh, werden wir auf einen Rockfighter treffen. Gut, 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 gut. So, die sind nicht bereit zu kommunizieren, greifen uns direkt an. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Sind denn alle wieder auf ihren Positionen? Irgendwas stimmt da hier nicht, genau. Der gehört hier zum Antrieb. Um diesen hochzupowern, richtig. Genau, dann können wir anschließend die Medbay anschalten, die jetzt aus war. Gut, konzentrieren wir uns auf den Kampf. Stimmt das denn alles? Jones war, genau, zum Reparieren da und der Hang war auch zum Reparieren da. Ja, sieht soweit alles richtig aus. Hm. Oh. Cloaking wieder fast vergessen. Wofür habe ich es denn, wenn ich es andauernd vergesse? Können wir die Schilde mitnehmen und die Waffensysteme? Genau, machen wir so. Gut. Ja, wenn der Hull-Laser trifft, dann ist der Bike-Beam natürlich auch effektiv. Wieder auf die Schilde. Wieder anschließend so wie gerade rüber. Also viele Systeme wie möglich mitnehmen. Wir erwischen so, glaube ich, alle Systeme, oder? Außer Schilde. Ne, die möchte ich schon erwischen. Hm. Jetzt brennt es bei denen. Macht den Rock natürlich wenig aus, aber wenn die Systeme hinüber sind, gefällt denen das natürlich auch nicht. So. Hier sind wieder feuerbereit. Und sie möchten aufgeben. Das möchte ich allerdings nicht. Tschüss. 48 Scrap und sogar 3 Fuel. Die haben wir nämlich jetzt noch arg benötigt. Wir schauen mal, dass wir jetzt 1, 2, 3... Ja, immerhin können wir jetzt gleich eine Defense- und oder Anti-Ship-Drohne starten. Was brauchen wir noch? 30, also noch 6 Scrap und beide anschließend starten zu können. Gut. Sophia schickt mal noch kurz mal in die Medbay, um sich zu regenerieren. Kapalka kann auch nochmal kurz reingehen. Immer schön, damit alle fit sind. Wir nicht Zeuge einer unliebsamen Überraschung werden, falls uns mal eine Rakete dann in diesem System, in diesem Raum trifft und dann unsere Kapalka oder sonst wer drauf geht. Muss ja nicht sein. Aha, ein Store ist nicht weit. Ich würde aber vorschlagen, wir fliegen. Ja, wo fliegen wir hin? Zu dem Call oder hier oben rum? Ich entscheide mich hier oben rum zu fliegen. Ja. So. Wir treffen wieder auf Rocks. So, was genau möchten die denn jetzt von mir? Mhm. Wir benutzen die blaue Option. Wir bekommen ein Rock-Mitglied dazu. Das war der Kapitän des Schiffs, der sich freut, uns anschließen zu können. Die scheinen irgendwie etwas den Glauben verloren zu haben. Ans Universum, an die Welt, wie auch immer. Einen Jump können wir uns mal erlauben in dieser Folge. Zum Store bringt uns recht wenig. Distress Call lasse ich mal links liegen. Ich suche den Punkt.
So. So, hier kämpfen zwei Mantis-Schiffe gegen zwei Mantis-Schiffe gegeneinander, um an einen herumtreibenden Rockfrachter zu kommen. Wir warten ab und attackieren dann. Hätten uns das halt überlegen sollen. Aber egal, jetzt ist zu spät. So, schick mal ihn mal hier runter zum Kämpfen. Ihn da rein. Ihn da rein. Feigenhunde, immer auf den Schwächsten. So, unsere Waffen sind feuerbereit. Wir können schießen. Ja, machen wir es so. Bringt das ja alles nichts bei deren vier Schildern. Ja. Also ihn hier hin, ihn hier hin, ihn dahin, ihn zurück an seine Schilder. Und ihn zurück an sein System, an sein Waffensystem. Ich vermute, wir können jetzt gleich einfach mal wegspringen, weil wir sind in einer Pattsituation. Wir haben nicht die Waffen, den Mantis-Bomber zu besiegen, da er vier Schilder hat. Hat uns nichts weiteres als abzuwarten. Nun, so ist das nun mal. Wir könnten die Anti-Ship-Drohne ja nochmal einschalten. Ja, probieren wir es mal. Vielleicht bringt das was. Im richtigen Moment. Wir schießen nochmal hier. So. Nee. Bringt natürlich nichts, wenn die Anti-Ship-Drohne nicht im richtigen Moment schießt. Wir hauen ab. Haben hier einen Storm. Ich möchte aber gerne noch diesen Punkt hier mitnehmen, einen von diesen beiden Punkten. Alles schwierig. Hip, zap, zap und du bist ab. Na, springen wir da hin. Oh, jetzt die Folge jetzt ein bisschen Überlänge hier. Aber diesen Rockfighter, die uns bekämpfen möchten, den schaffen wir diesmal. Auch mal weder das eine noch das andere. Wir setzen mal die Defense-Drohne ein. Die haben nämlich einen Raketenwerfer dabei. Machen wir es mal so. Gut, gut. So, beide Laser wieder auf. Habe ich jetzt gerade auf die Waffensysteme geschossen, anstatt auf die Schildsysteme? Na egal. Reicht ja auch so für die. Und sie möchten aufgeben. Bieten uns einen Glaive Beam. Und den lassen wir uns nicht entgehen. Den nehmen wir. Denn er hat richtig was drauf. Was er drauf hat, zeige ich euch in der nächsten Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.